Ich war seit langem mal wieder bei DM einkaufen. Was ich alles so gekauft habe, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und das ist mein Versuch, weiß nicht, also ich habe eine Baustelle vor der Tür und die waren so laut vorher. Und dann habe ich halt eben auch so ein Thema, das mich unwahrscheinlich aufregt. Und mit dem Thema fangen wir jetzt gleich an. Ich versuche es nicht so lange zu machen. DM erzählt gerne mal, dass sie umweltbewusst sind und schreibt sich das auch auf die Fahnenmasten. Finde ich auch in Ordnung. Sie setzen sich auch für viele Dinge ein, das definitiv. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt immer noch überwiegend Produkte, und das sind die allermeisten, die einfach Mikroplastik enthalten. Und ihr unterstützt das damit, dass ihr die Situation einfach nicht verändert. Man kann nicht immer dem Endverbraucher die Verantwortung anlasten. Man muss sich auskennen. Ich habe jetzt einmal, also ich kann nicht lange anfangen, im Laden Inhaltsstoffelisten zu lesen. Das mache ich meistens zu Hause. Ich weiß schon viel, ich weiß aber lange nicht alles. Und im Laden verwende ich meistens immer CodeCheck. Ich habe mein Handy nicht dabei gehabt. Habe dann sehr schnell gelernt, in Haarspray ist Mikroplastik enthalten. Ich muss mich jetzt nach einer Alternative umgucken, solange ich diese Alternative noch nicht habe. Ihr könnt mir mal eure Alternativen unten in die Kommentare packen. Wichtig bei der Alternative: vegan, tierversuchsfrei, also von keiner großen Firma. Die sind allesamt tierversuchstechnisch richtig heftig. Es ist so, dass in Europa am Endprodukt keine Tierversuche mehr gemacht werden dürfen. Das ist schon richtig, aber an den Inhaltsstoffen. Und die werden stellenweise eben nicht als kosmetische Inhaltsstoffe deklariert, und schon kannst du Tierversuche ohne Ende durchführen. Also es ist so ein Trick, ne? Die Kosmetikindustrie macht viele Tricks. Also da lasst euch da bitte nicht verarschen. Also vegan muss es sein, tierversuchsfrei muss es sein, kein Mikroplastik, und Naturkosmetik muss jetzt nicht sein. Bei Naturkosmetik kann man sich halt hundertprozentig sicher sein, da ist kein Mikroplastik drin. Ihr könnt mir gerne auch mal eure Rezepte, wenn ihr sowas selber mischen könnt, unten in die Kommentare schreiben. Ich bin bereit, das auch selber zu mischen. Solange ich noch keine Alternative habe, verwende ich das hier weiter. Also es tut mir schon ein bisschen weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir wirklich ein bisschen weh, aber dazu gelernt, ne? Also ich finde es nicht, also ich finde es total unverantwortlich von den Herstellern, einfach zu sagen, ja gut, die Leute kaufen es, warum soll ich was ändern? Aber das ist das Problem. Und auch hier ist Mikroplastik enthalten. Ich habe gedacht, ich könnte mir einen schwarzen Kajal kaufen. War auch schon bei Alverde. Der kostet hier übrigens 3,95, glaube ich. 3,95, ja. Machen wir es so wie früher, wenn es funktioniert, ja. 3,95. War da auch schon, weil ich wusste, bei Naturkosmetik kannst du dir hundertprozentig sicher sein. Da war kein einziger Kajal aufgefüllt. Also dachte mir, gut, geh ich mal zu Essens, da bist du gut aufgehoben. Palmöl und Mikroplastik. Den hier schmeiße ich weg. Es ist meine eigene Schuld. Ich würde jetzt wegen dem Kajal nicht zu DM gehen und sagen, ich möchte mein Geld zurück. Weil das ist meine eigene Schuld. Ich war zu faul. Ich habe mein Handy im Auto gehabt. Obwohl ich im Hinterkopf wusste, check das mal besser nach. Im Hinterkopf hatte ich es. Schmeiße ich weg. Ist verschwenderisch. Bei solchen Produkten, die Mikroplastik enthalten, ich sage es in jedem Video nochmals neu, ist es wichtig, dass das nicht in den Kreislauf kommt. Ich gebe schon genug Mikroplastik an den Kreislauf ab durch meine Kleidung. Da will ich es einfach nicht von der Kosmetik her haben. Deswegen bin ich da dahinterher. Das ist echt wichtig. Und wir können definitiv nicht so weitermachen, wie wir es jetzt machen. Wir vergiften uns alle samt und wundern uns, warum Krebserkrankungen beispielsweise immer mehr werden. Das ist nicht übertrieben, was ich jetzt sage, das ist Realität. Bloß weil die Hersteller nicht handeln, bedeutet das nicht, dass es nicht gefährlich ist. Der Hersteller am Ende möchte nur Geld verdienen. Das ist halt Realität. Es ist definitiv Realität.
Der, wie gesagt, 3,95, der 1,45, ich weiß es auswendig, was ich jetzt wegschmeiße. Und der 85 Cent, da tut es nicht so viel weh. Also, falls ihr eine Alternative habt, die eben in meinen Rahmen reinpassen, vegan, tierversuchsfrei, mikroplastikfrei, unten in die Kommentare. Ich bin ein bisschen wütend, was das betrifft. Ich bin, was das Thema Trockenshampoo betrifft, ein bisschen, also einen Schritt zurückgegangen. Jetzt mit dem längeren Pony ist es relativ schwierig. Der hängt mir halt ins Gesicht. Man fasst ihn regelmäßig an, weil er halt doch manchmal ein bisschen stört. Ich lasse mir den gerade rauswachsen und ich weiß nicht, wo ich da hingehen möchte mit dem Pony. Mal schauen, was meine Friseurin dazu sagt. Dieser Teil hier gefällt mir jetzt gerade nicht. Ich habe die Haare zu. Aber das hängt alles gerade runter und das wird alles dann irgendwie in die Richtung mal in die Schnippen mal gucken. Aber das Problem ist halt, man sieht die Heilerde sieht man im Pony schon. Finde ich jetzt nicht so schön. Ich habe Heilerde so am vierten Tag. Ich wasche jeden fünften Tag meine Haare. Heilerde verwende ich am vierten Tag. Auch im Pony, da ist es dann okay. Aber wenn ich das schon so früh auf die Haare draufpacke, trocknet das halt alles schon aus. Also Heilerde zieht halt allen Fett aus der Haut, nicht aus der Haut, sondern doch aus der Haut raus und auch aus den Haaren, was du schon an Fett in den Haaren hast. Und dann habe ich halt immer einen mega Frizz auf dem Kopf. Das sieht halt nicht schön aus. Deswegen bin ich hergegangen, so am vierten Tag Heilerde und dann am fünften Tag Haare waschen. Und am dritten Tag brauche ich halt ein bisschen. Das ist ein Sprühstoß, den ich für einen Pony brauche. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Habe ich jetzt mal den hier geholt und das hat 1,75 € gekostet. Da werde ich aber auch mal gucken, dass ich eine Alternative finde. Mein Unverpacktladen verkauft ein Trockenshampoo. Vielleicht werde ich mir das in Zukunft dann mal holen. Mal gucken. Dann haben wir hier eine Zahncreme und auch bei der Zahncreme, die hat 1,95 gekostet. Ich hatte mal die Zahnputztabs aus dem Unverpacktladen getestet. Aber die haben für mich nicht funktioniert. Also mich hat das geekelt, das zu zerbeißen. Man hat dann immer diesen Schluckreflex. Den habe ich wahrscheinlich ganz stark. Und ich fand das dann mit der Zeit echt unangenehm so ein bisschen. Probier es aber trotzdem nochmal aus. Das soll nicht heißen, dass ich die jetzt nie mehr hole. Dann hatte ich mal in so einem Pöttchen eine Zahncreme. Die fand ich auch äußerst eklig. Die hat auch eklig geschmeckt. Deswegen, wie gesagt, bin ich wieder auf Zahnpasta in Normal umgestiegen, die schäumt. Bei mir funktioniert auch keine selbstgemachte. Ich finde das einfach widerlich im Mund. So, dieses Mundgefühl, gerade mit Kokosöl und so, ist absolut schlecht. Also besonders bei Kokosöl muss man halt eben auch aufpassen, nicht zu viel Kokosöl zu verwenden, weil der Impact für die Natur auch nicht so toll ist bei Kokosöl. Wusste ich auch lange nicht. Also 1,95. Dann haben wir hier ein Energy-Getränk, das ich schon leer getrunken habe. Das ist der beste. Den kaufe ich mir immer, wenn ich bei DM einkaufe. 1,65 € plus 25 Cent Pfand. Und der schmeckt und riecht einfach so lecker. Ist nicht so süß. Ist ein bisschen pushend, wie schon gesagt. Und ist mein Favorit von. Oh, wie ist der eine mit Ingwer und Zitrone und der andere ist Guave, aber der ist der beste mit Quitte und Zitrone. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich hier von Alverde die Körperbutter. Die hat, glaube ich, 3,95 gekostet. Ich finde es nicht. Doch hier 2,95, nicht 3,95. Ich habe einen kleinen Hinweis für euch. Das habe ich bis dato auch immer falsch gemacht. Das zählt auch für Tetrapacks etc. Ihr müsst die Materialien voneinander trennen, wenn ihr sie wegschmeißt. Habe ich nie gemacht. Ich war immer zu faul. Auch bei Joghurtbecher. Gerade mit dieser Metallsache hier.
Das muss weg, das Aluminium. Das ist ganz wichtig, damit es recycelt werden kann, weil sonst kann die Müllsortierungsanlage das nicht erkennen. Die sind immer noch nicht so weit, dass sie das erkennen können. Das muss weg sozusagen, dann kann das natürlich auch recycelt werden. Ne? Also immer voneinander trennen. Das gilt für Joghurtbecher, das gilt für Tetrapaks, das gilt für Tomatenmarktuben. Habe ich erst gestern wieder den Fehler gemacht und habe die Tube dann wieder aus dem Mülleimer rausgeholt und den Deckel runtergemacht. Immer die Materialien voneinander, wenn ihr sie wegschmeißt, trennen. Das ist ganz wichtig. Dann habe ich hier einen Agavendicksaft und das unterstützt so ein bisschen meine Faulheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich da zukünftig echt auf was anderes umsteigen soll. Bin auch immer schon so ein bisschen am Gucken, weil nachhaltig auf Dauer ist das halt echt nicht, weil das wächst im Ausland. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo das angebaut wurde. Da muss man mal ein bisschen hingucken. Weil unter dem EU-Siegel steht ja immer Öko zertifiziert aus Nicht-EU-Landwirtschaft. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, weil dieses EU-Bio-Siegel immer ein bisschen lasch ist. Also lasst euch da nicht verarschen. Und der Agavendicksaft hat gekostet 1,75. Und auch ich bin da echt ehrlich und sag, da muss ich echt ein bisschen. Ja, darauf gucken, dass ich da halt einfach ja, vielleicht was anderes finde für die Zukunft. Aber bis jetzt bin ich da noch nicht so weit. Dann habe ich hier meine Tampons. Die habe ich schon zigmal nachgekauft und das sind jetzt meine Standard-Tampons, weil auch Einhorn irgendwann mal hergegangen ist. Die waren anfänglich mit Plastik. Das haben die auch auf die Verpackung draufgeschrieben gehabt. Jetzt sind sie komplett plastikfrei. Mein Unverpacktladen verkauft die auch. Das ist total geschickt, weil da kann ich da die immer mitnehmen, weil ich nicht so regelmäßig zum DM komme. Ich mag die total gern. Die funktionieren für mich auch gut. Die haben 3,15 € gekostet. Das ist aus 100% Bio-Baumwolle, wie gesagt. Und auch ich bin jemand, bei mir hat die Tasse nicht so funktioniert. Ich habe eine Tasse und habe jetzt die Tasse, glaube ich, komplett aufgegeben. Ich fühle mich damit auch nicht wohl und verwende halt jetzt wieder Tampons. Funktioniert für mich am allerbesten. Dann habe ich hier, das ist was, was immer bei mir zu Hause ist. Jetzt muss ich mein altes hier mal austauschen. Das muss ich mal wegschmeißen. Das kannst du einnehmen, wenn du Halsschmerzen hast, wenn du Bronchialprobleme hast, wenn du Kopfschmerzen hast, ist es eine richtig tolle Sache. Und zur Erfrischung, wenn es warm ist, in die Duftlampe ist es auch richtig toll. Und wenn es halt schon älter ist, würde ich es halt nicht mehr einnehmen, ganz ehrlich. Ich werde es halt jetzt austauschen, weil meins schon locker, was hier steht, schon locker 2, 3 Jahre alt ist. Und das wird auch dann selbst mir ein bisschen zu gruselig. Ich habe es nicht ganz leer bekommen. Ist noch ungefähr ein bisschen weniger wie die Hälfte ist noch drin. Ist zwar schade, aber so ist das manchmal bei Produkten. Ich verwende schon eine Ewigkeit diese Holzzahnbürsten. Die Hydrophil sind bei mir die allerliebsten. Ich habe gesehen, dass der DM, ich glaube, eine aus dem Sortiment genommen hat, die für mich am besten funktioniert hat. Das ist schade. Wie heißt die? Humble Brush ist echt nicht schlecht, ist aber teuer. Ist teurer als die Hydrophil. Ich werde definitiv wieder zu Hydrophil greifen. Mal wieder dann im Unverpacktladen mitnehmen. Und die Humble Brush hat gekostet 3,85 €. Die ist auch gut. Hatte ich schon mal mit rosanen Borsten. Die gibt es auch in Tendenz-Supermärkten beispielsweise. Holzzahnbürsten kriegt ihr jetzt eh überall her. Wenn ich mir denke, als ich angefangen habe, die zu verwenden, musste ich sie noch bestellen. Es war super lästig. Es war wirklich super lästig. Und als letztes, ich wurde unter einem meiner letzten Videos gefragt, ob ich das Langhaar-Mädchen-feste Shampoo mal testen könnte.
Gibt's bei mir nicht. In meinem DM gibt's nicht. Ich weiß, dass es dieses feste Shampoo gibt, aber das feste Shampoo, dieses Langhaar-Mädchen-Shampoo, gibt es nicht. Du hast die Möglichkeit, wenn du Bock hast und beispielsweise mit dem Shampoo nicht zurechtkommst, dass du mir das zuschicken kannst. Aber heb dann auf jeden Fall auch die Verpackung auf, weil ich brauche das einfach dann auch zum Zeigen. Und falls du es loshaben möchtest, also nur sofern du es loshaben möchtest, ist mir nämlich auch echt bei meinen eigenen Produkten echt immer wichtig, dass ich die aufbrauche. Und ihr wisst ja, wenn ihr feste Shampoos habt und die funktionieren nicht für euch, nehmt sie als Duschgel, funktioniert super. Der hier riecht jetzt nach Hafer und Vanille, ist super gut. Und Shea setzt sich ja immer ein. Es gibt von Shea Pflanzendrinks. Ich wollte echt einen Haferdrink zum Testen mal ausprobieren, aber ich habe halt echt noch genug da. Und dann gibt es die Riegel noch. Die gibt's. Dann gibt es Seifen. Dann gibt es flüssige Seifen. Teilen macht glücklich. Deswegen spendet dein Shampoo ein Hygieneprodukt an einen Menschen in Not. Und der Duft ist einfach super geil. Super geil, Vanille und Hafer. Also meiner Meinung nach ist es auch mild formuliert. Aber dazu gibt es dann in meinem Video dazu mehr Auskunft. Ich habe ja so eine Reihe über feste Shampoos auf meinem Kanal. Das ist so mein Baby, muss ich sagen. Und das dauert aber noch ein bisschen, weil jetzt erstmal zwei andere Produkte kommen. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gerne deinen Vorschlag zum Thema Haarspray ab in die Kommentare. Es ist mir wirklich wichtig. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns tatsächlich beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.